Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der FIFA 18 Prognosen. Und heute starten auch die beiden anderen Teams in die Gruppe G, Tunesien und England. Das Spiel findet am Montag, den 18. Juni, statt. Ja, normalerweise hat hier Tunesien gar keine Chance gegen England von den Spielern her, vom Team her. Aber wir wissen es bei der WM. Vor allem auch England strauchelt gerne mal. Jetzt Eric Dier zum ersten Mal hat er wahrscheinlich gesehen, dass der Torwart weit vom Tor stand, der Kapitän. Oh, der macht jetzt auch hier den ersten Fehler. Vielleicht hat er das beabsichtigt. Nee, aber Spaß beiseite. Also England hier natürlich absoluter Favorit. Die wollen hier mit Belgien wahrscheinlich weiterkommen. Also das sind die großen Favoriten in der Gruppe. Und wir sind vor allem auf einen Harry Kane gespannt, wie der bei einem großen Turnier, bei einer WM. Was macht Sterling? Der versucht es hier ganz schön zu machen. Auf jeden Ja, Fall die erst. Engländer ja mit dieser typischen Moral, die sind freuen sich auf die WM, aber in der letzten Zeit war das eher so mäh von England, das muss man einfach leider feststellen. Aber jetzt ist das so ein bisschen die goldene Generation, die danach kommt. Viele Jugendspieler, hier zum Beispiel ein Marcus Rashford, der seine erste WM spielt. Rashford, kommt die Flanke, die ist Klasse! klasse, Eric Dier. Richtig gut, was England hier in den ersten 10 Minuten macht. Jetzt auch der erste Abschluss von Dier war es, glaube ich. Da ist schon wieder der Versuch auf Harry Kane. Der ist natürlich bei Ecken enorm gefährlich. Stones. Ist das Foul da von Harry Kane in der Mitte? Gibt aber den Vorteil. In Tunesien kennt man natürlich jetzt nicht so viele Spieler. Sliti macht das eigentlich gut. Macht das gut. Oh, da fällt er in der Mitte, aber für mich kein elferwürdiges Foul. Also Tunesien zeigt hier zum ersten Mal, die können auch Offensive. Viele Auch kleine wieder Fouls hier. gefault. Ja, richtig. Harry Kane auf Ali, auf Sterling. Der kriegt den Ball nicht durch. Wieder die Umschaltchance für Panama, für Tunesien, Entschuldigung. Panama gestern mit dem Spiel gegen Belgien. Aber die Gruppe war immerhin die richtige. Das muss Ja. man mir lassen. Oh, dieser Sliti, der macht ein richtig gutes Spiel. Und schon, ich wollte jetzt auch Panama sagen, aber Tunesien. Wirklich hier nicht schlecht drauf. Was England da hinten macht, weiß ich auch nicht. Aber natürlich, sorry nochmal an alle Tunesier, aber hier die Trikots kann man schon verwechseln. Aber Tunesien wirklich überraschend gut. Aber das wird jetzt einem Harry Kane egal sein. Schöne Flanke Ja, und wieder. gut. Und Dier nimmt den Volley. Also den kann er auch annehmen. Da hat er Zeit, meiner Meinung nach. Jetzt kriegt er. Nee, Harry Kane kriegt jetzt hier Geld für das Foul von vorhin. Gefühlte 20 Minuten ist das zwar her, aber hier sehen wir es. Weiß ich nicht, was das jetzt für eine Aktion da gewesen ist. Aber man muss sagen, Eric Dier will hier anscheinend dem Harry Kane den Stammplatz streitig machen. Der hat komplett alle Offensivaktionen gegenüber denen. Aber Also England irgendwie ein natürlich. kurioses Spiel Ja. bisher hier, wie du schon sagst, komisches Foul von Harry Kane. Weiß ich nicht, was er da versucht hat, aber schauen wir Jetzt mal. lieber mal jetzt auf den Angriff hier, Harry Kane. Ah, verspielt das Ding aber wieder bei England, Sterling, da ist Dele Alli, der hat mal Platz, Dele Alli! Und der geht da wirklich nur Millimeter drüber. Das wäre ein Traumtor gewesen. Kennen natürlich seine absolute Schussstärke. Also der Torhüter, der wäre da überhaupt nicht dran gekommen. Aber noch 0 zu 0. Was macht Tunesien jetzt? Missglückter Pass da. Oh, und dann verlieren sie wirklich noch den Ball. Harry Kane. Harry Kane. Und Henderson Dann beschwert sich. gute Parade. Aber Tunesien muss jetzt richtig aufpassen. Harry Kane scheint hier in Form zu kommen. Sterling. Hat er Da am Glück. Ball stark. Bälle. Ali. Eric Dier wieder mal vorne mit drin. Und Tunesien hat sich gedacht, wir kontern.
Das ist das Einzige, was uns hier Chancen beschaffen kann. Aber das ist ein Und Eric Dyer, Dier, der macht hier wirklich ein gutes Spiel. Auch der ist defensiv. überall, also Ja. Wahnsinn. Kane holt sich das Ding wieder, Harry Kane. Wieder der schlechte Pass, holten sich aber wieder. Und nochmal. Jetzt ist er dann doch geklärt. Ja, Tunesien jetzt gerade hier in der Druckphase von England. Also Harry Kane, da müssen sie wirklich den Ball einfach wegschlagen vielleicht. Der holt sich hier fast wirklich jeden Ball. Aber jetzt mal die Offensive mit Sleety. Macht das hier Das richtig ist auch gut richtig gegen Kyle stark. Walker. Und Stones mit der letzten Grätsche, die das 1 zu 0 verhindert. Also dieser Sleety, der macht England richtig Probleme. Jetzt aber Harry Kane. Gut von Bennalloone. Auch wahrscheinlich der größte Star im Team, die Nummer 10. Schlecht jetzt gespielt. Kommt England nochmal vor der Halbzeit. Rashford raus auf Danny Rose. Rose. Die haben natürlich einen kopfballstarken Kane in der Mitte, aber der kommt auf Sterling. Das ist nicht die klügste Idee. Und es geht hier mit dem 0 zu 0 in die Halbzeit. Also Tunesien, die Fans, die können hier froh, die können hier stolz sein. Und auch froh natürlich. Also das war nicht so schlecht gegen England. Einen der Mitfavoriten kann man auf jeden Fall sagen. Sind ja eigentlich immer Definitiv. Also, Mitfavorit. guter Auftritt. Aber lange dürfen sie sich da den Harry Kane nicht warm schießen lassen. Irgendwann wird der treffen. Das hat man in den letzten Jahren bei Tottenham gesehen. Also einer der besten Stürmer der Welt. Versucht sich dann durchzuwieseln, aber Stones auch defensiv muss man England hier loben. Rennt dann aber komplett dämlich mit dem Ball einfach nach vorne, spielt dann nicht ab, beziehungsweise den für mich überhaupt den Ticken zu spät, rückt da raus, so zieht Phil Jones hier das Foul, was nicht gepfiffen wird. Also wirklich relativ komische Situation, der Schiri auch nicht immer auf der Höhe. Jetzt Rashford. Aber jetzt mal Rashford und da Klasse! kommt die Flagge und da ist Harry Kane, aber gut gedeckt. Rose, Ah, kein England erhöht Problem. jetzt das Tempo. Die wollen jetzt das Tor. Man sieht es klar. Kane. Harry. Kane. Das waren hier wirklich wieder mal nur Millimeter, während Tunesien zum ersten Mal wechselt. Also den nächsten, sage ich, macht er. Also das wird nicht mehr lange gut gehen. Starker Auftritt eigentlich jetzt von England. Die, wie gesagt, die erhöhen jetzt hier das Tempo, holen sich den Ball meistens schnell wieder und dann versuchen sie es wirklich ohne große Umschweifungen nach vorne vor das Tor von Tunesien zu spielen. Aber jetzt macht Tunesien das mal gut, kontert sie mal aus. Gutes Spiel, Riesenchance, Butland. Das war, glaube ich, das erste Mal, wo der eingreifen musste. Richtig gut gespielt. Dann ist es natürlich auch schwer, da abzuschließen. Hier sehen wir es, Jack Butland ist dann doch die Nummer 1 geworden, statt Pickford. Und jetzt kommt der nächste pfeilschnelle Angreifer da. Da hat England ja ein paar. Richtig, Marcus Rashford verlässt den Platz, neu auf dem Platz jetzt Jesse Lingard, der Tausch der beiden United-Spieler. Harry Kane verliert dann mal den Ball. Geht da brutal rein und er hat schon gelb, also das muss eigentlich gelb-rot geben. Jetzt schauen wir hier erstmal auf Tunesien. Und Butland wieder. Riesenchance. Also das gefällt mir gar nicht, was England hier macht. Hier auch fast der Platzverweis vielleicht sogar, aber natürlich kein Foul. Butland ist jetzt hier gerade der beste Engländer und Harry Kane kann froh sein, dass er noch spielt. Und jetzt die Riesenchance. Und wieder Butland. Aber der kam auch genau auf Mann. Aber wie frei der da zum Kopfball kommt. Ja. England jetzt in der Verteidigung grauenvoll. Aber jetzt das Umschaltspiel. Lingard mit dem Pass auf Harry Kane. Harry Kane mit der Flanke, die Klasse. kommt Russell. Sterling. Und das Tor für England. Das 1 zu 0. Raheem Sterling macht das Ding und erlöst alle Engländer hier. Überragend von Harry Kane. Guckt da überhaupt nicht hin, der kennt die Laufwege.
Dann hat Sterling natürlich Glück, kein, ja gut, der war auch schwer zu halten, muss man sagen, sieht dann trotzdem unglücklich aus. Aber gerade in diese Druckphase der Tunesier, das tut natürlich dann doppelt weh, trifft England auf einmal. Aber so ist das, wenn du deine eigenen Chancen nicht nutzt, und da hatten sie jetzt ein paar von, gegen die fußballerisch bessere Mannschaft, dann wird das natürlich meistens bestraft. Walker. Die kommen jetzt wieder. Kai Walker, ist der schnell, ist der schnell. Super Flanke, aber die kommen wieder nicht auf Harry Kane. Also, der beschwert sich da jetzt auch. Sagt doch, Flanke das Ding einfach mal auf meinen Kopf, statt auf Lingard sein. Da ist auf jeden Fall noch Abstimmung nötig. Für die nächsten Spiele zumindest. Da hat hier der Trainer auf jeden Fall einiges vor. Jetzt wieder der Versuch, auf die Außen zu gehen. Diesmal ist Tunesien dazwischen. Aber Stones und Eric Dier muss ich da wirklich herausnehmen. Also die machen eine richtig gute Leistung. Richtig guten Job da defensiv. Sterling, klasse. Geht er jetzt mal ab. Sterling, klasse. Ist dribbelstark. Ja, verliert das Ding dann aber. Vielleicht auch wieder den Ticken zu eigensinnig. Und Jones holt sich den hier richtig gut. Dyer, England kommt nochmal mit Sterling. Jetzt in die Spitze gespielt. Da ist Dele Alli. Da kommt die Flanke. Harry Kane. Da kriegt wieder keinen Druck hinter. Muss man wirklich Wie viel sagen, der Schammung wird. braucht Harry Kane hier heute? Ja, aber der wird ja auch wirklich um die Uhr da bewacht. Ganz, ganz schwer. Jetzt aber, was macht denn da der Verteidiger? Fällt er auf die eigene Nase? Aber Stones! Also, der ist hier mit Abstand der Beste, wenn er jetzt nicht hier diesen Fehler macht. Sluti! Sluti! Was macht der denn? Riesenchance, Riesen 85. Chance. Minute. Da kann er sich die Ecke aussuchen. Und der ist Und auch dann der haut er Beste. den. Ja. Nee, sag du. Für mich der beste Tunesier, aber der Abschluss, wie du sagen wolltest, den haut er wirklich ein paar Meter daneben. Das ist Ja, richtig, schlecht. also. Das musst du nutzen hier bei so einem Spielstand. Ja, das ist halt auch die einzige Chance, die Tunesien hat, um hier weiterzukommen. Also, solche Dinger muss man dann gegen solche Top-Teams wie England nutzen, aber die kommen jetzt nochmal mit Ressel Lingard. Macht er klasse, Lingard. Lingard entscheidet das jetzt. Nein, das dann und dann Dyer. Oder nee, Eddie war, Entschuldigung. An die Latte. Und nicht das 2 zu 0. Und nochmal die Konterchance für Tunesien. Was ist denn jetzt hier los? Fällt hier noch das 1 zu 1? Das wäre Wahnsinn. Aber dieser Stones sichert England jetzt hier den 1 zu 0 Sieg. Denn das Spiel ist aus. Also das hätte man eigentlich anders erwartet, eine klare Entscheidung. Aber Tunesien, so können die vielleicht noch das Wunder schaffen. Hätten hier ein Punkt, wäre auch nicht unverdient gewesen, muss man ganz klar sagen. England ist hier noch nicht in Topform. 1 zu 0 nur. Harry Kane auch überraschend schlecht. Vor allem auch mit Glück, dass er noch auf dem Platz bleiben durfte. Und ja, John Stones hier in überragender Form, für mich der Spieler des Spiels. Und das heißt natürlich einiges. Ja, stimme ich dir zu. Also War war ein echt. schwierig. Weiß ich nicht, was sagst du denn echt? Nein, echt. Also ich war bei England, weiß man halt immer nicht. Also die haben halt eigentlich starke Spieler. Das ist halt, die sind das viel, viel bessere Team. Auf jeder Position einfach doppelt so gut besetzt, meiner Meinung nach schon fast. Aber das ist für so viele Spieler von denen halt auch das erste Turnier. Und ja, die haben halt auch die letzten Jahre wirklich nicht so gut in großen Turnieren gespielt, egal ob es EM oder WM war. Also, aber dennoch glaube ich, dass sie hier gegen Tunesien gewinnen. Und mal so ein Ausrufezeichen zeigen, dass dies wieder mit ihnen zu rechnen ist, dass diese junge Generation gut nachkommt. Sie gewinnen das Spiel hier 2 zu 0. Ich glaube wirklich, England, das England bei dieser WM ist das stärkste England seit Jahren. Vor allem mit einem Harry Kane in Topform. Und ich glaube, die werden hier direkt vom Start weg guten Fußball zeigen und 13-0 gewinnen gegen Tunesien. Die sind dann einfach eine Stufe zu schlecht. Und wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!